Im letzten Video zur Gesamtanlageneffektivität oder kurz der OEE bin ich auf die Basics eingegangen, wie sie berechnet wird und was sie aussagt. Wer das nicht mehr so ganz präsent hat, der kann sich das erste Video dieser kleinen Serie gerne nochmal mit ansehen. In diesem Video gehe ich auf ganz typische Fragestellungen ein, die immer wieder auftauchen, wenn man in die OEE einsteigen will und vor allem, wenn man sie verbessern möchte. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Eine ganz typische Frage, die immer wieder bei der Berechnung der OEE aufkommt, ist die Frage nach der Bemessungsgrundlage bei der Anlagenverfügbarkeit. Ein Jahr hat 8.760 Stunden. Soll man für die Berechnung der Anlagenverfügbarkeit jetzt diese 8.760 Stunden nehmen oder doch nur die Zeit, in der eigentlich regelmäßig gearbeitet wird? Also beispielsweise im Zweischichtbetrieb von Montag bis Freitag ohne Wochenende, ohne die Nachtschicht und ohne die gesetzlichen Feiertage. Wir gehen ja bei der OEE von einer idealen Maschine aus. Und diese ideale Maschine produziert rund um die Uhr, also auch in den Zeiten, in denen sie aus innerbetrieblichen Entscheidungen heraus geplant nicht produzieren bzw. arbeiten. Ich würde daher immer die vollen 8.760 Stunden als Bezugsgröße ausgehen und in einem Wasserfalldiagramm sichtbar machen. Zwischen der verfügbaren Zeit, also den 8.760 Stunden eines Jahres, und der möglichen Produktionszeit, in denen Sie geplant arbeiten, kann man ja wirklich visuell auch unterscheiden. Ich halte aber neben dem Argument ideale Maschine noch einen zweiten Grund für viel wichtiger. Wenn Ihre Maschine zur Engpassmaschine wird und Sie überlegen, ob Sie für viele tausend Euro eine weitere Maschine kaufen, um den Engpass zu überbrücken, dann hilft vielleicht auch ein Blick auf die OEE, um zu sehen, ob es vielleicht organisatorisch noch das helfen gäbe. Zum Beispiel durch die Umstellung auf einen Dreischichtbetrieb. Das erkennen Sie aber nur, wenn sich die Verfügbarkeit auf die vollen 8.760 Stunden bezieht. Dann sehen Sie eben genau, haben wir noch organisatorische Reserven, um einfach entsprechend mehr zu produzieren. Und die zweite zentrale Frage ist, wo soll man eigentlich anfangen zu optimieren? Bei der Verfügbarkeit, bei der Geschwindigkeit oder bei der Qualität? Oder vielleicht auch bei allen dreien gleichzeitig? Davon würde ich allerdings abraten. Grundsätzlich ist der Hebel beim niedrigsten Faktor am größten. Aber es gibt in der Praxis ganz oft Abhängigkeiten. Wenn Sie die Geschwindigkeit der Maschine erhöhen, geht sehr oft die Qualität in die Knie. Daher würde ich bei der Geschwindigkeit nicht unbedingt anfangen, wenn sie nicht der absolute Hauptfaktor für eine niedrige OEE ist. Starten Sie in einer ersten Zielsetzung. Welchen Wert Sie die drei Faktoren in einem angegebenen oder gegebenen Projektzeitraum steigern wollen. Das ist der Start in die OEE, indem Sie sich wirklich als Ziel festlegen, welches Level wollen wir eigentlich überhaupt erreichen. Wenn die drei Faktoren Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Qualität auf einem ähnlichen niedrigen Niveau sind, dann würde ich mit der Verfügbarkeit in jedem Fall starten. Bringen Sie die Maschine zum Laufen. Denn wenn sie steht, produziert sie nichts. Und das ist eine ganz klare und eingängige Botschaft, die jeder Maschinenführer wirklich versteht und vor allem auch einsieht. Wenn die Maschine nicht läuft, produzieren wir nichts. Und damit sind wir beim nächsten zentralen Punkt. Wann und warum läuft denn die Maschine nicht? Wissen Sie das eigentlich überhaupt, warum sie nicht läuft? Oder gibt es nur Vermutungen? Sie brauchen die Betriebsdaten der Maschine und hier fängt ein ganz typisches Problem an. Denn oft sind es alte Maschinen vor dem Zeitalter der Digitalisierung. Die haben dann einen Betriebsstundenzähler und das war's. Und dieser Betriebsstundenzähler lässt sich auch nicht wirklich jetzt aus der Ferne herauslesen und sowas, sondern der ist einfach fest verbaut eben in der Steuerungspanel von dieser Maschine. Es gibt aber auch für alte Maschinen entsprechende Lösungen, mit denen man relevante Betriebsdaten wie läuft oder steht, Geschwindigkeit, Temperatur, Schwingungen etc. nachrüsten kann. Retrofit ist hier das Stichwort, mit dem Sie im Internet wirklich zahlreiche Anbieter finden, die moderne Sensoren in alte Maschinen einbauen. Denken Sie bei der Nachrüstung von Sensorik auch an weitere Punkte, die erfasst werden können. Zum Beispiel eine Maschine mit vielen Walzen oder Lagern. Wenn Sie so eine Maschine haben, die ständig Probleme machen, diese Walzen und Lager, dann sind Schwingungssensoren eine Möglichkeit, drohenden Verschleiß und Schäden an Lagern und Walzen zu erkennen, bevor sie kaputt gehen und die Maschine ungeplant steht. Vorausschauende Instandhaltung ist dann hier genau hier dieses Thema und das erkennen Sie einfach mit mehr Sensorik. In Verbindung mit guten Algorithmen und vor allem auch künstlicher Intelligenz hat man hier wirklich massive Fortschritte erzielt in der Früherkennung von Maschinenschäden. Gehen wir davon aus, Sie haben die Stillstandsgründe in den Betriebsdaten erfasst. Dann sortieren Sie diese absteigend und beginnen am Hauptgrund zu arbeiten. Machen Sie sowohl die Ziele als auch den jetzigen Ist-Stand Ihren Mitarbeitern an der Maschine wirklich transparent.
Und dazu eignet sich ganz hervorragend Shopfloor Management. Wer das noch nicht kennt, für den habe ich hier eine schöne Playlist zum Thema Shopfloor Management, wo man wirklich gut kommunizieren kann an der Maschine mit den Werkern und mit den Maschinenführern. Zurück zu den Stillstandsgründen. Arbeiten Sie am Hauptgrund, warum die Maschine steht. Und zwar so lange, bis dieser Grund stabil niedriger ist als der zweite Grund in Ihrer mehr oder weniger langen Liste. Also nicht nur einmal, sondern schon über einige Auswerteperioden hinweg sollte dann dieser Grund einfach niedriger sein. Und so kämpfen Sie sich wirklich voran, bis die Verfügbarkeit den Zielwert, den Sie gesetzt haben, erreicht. Nehmen Sie sich als Ziel am Anfang nicht zu viel vor. Also wenn Sie jetzt eine OEE haben mit einer Verfügbarkeit von vielleicht 35 oder 40% und Sie wollen auf einmal gleich 80% haben, das ist zu viel, das werden Sie in einem Schritt nicht schaffen, sondern setzen Sie wirklich in kleinen Schritten neue Ziele und feiern Sie vor allem auch diese Erfolge, wenn Sie dann diese kleinen Schritte auch geschafft haben. Das ist ganz, ganz wichtig für die Motivation von den Mitarbeitern, dass man eben sieht, jawohl, wir haben uns was überlegt, wir haben was ausprobiert, wir haben was umgestellt und wir haben damit auch gewissen Fortschritt erzielt. Auch wenn es vielleicht noch nicht das ist, wo das Unternehmen langfristig hin möchte, aber trotzdem, diese kleinen Schritte sind wichtig zu feiern. Und es kann übrigens sehr gut sein, auf eine verbesserte Verfügbarkeit die Qualität sich gleich mitsteigert. Denn das An- und Abfahren einer Maschine ist häufig mit größeren Fertigungstoleranzen verbunden, als wenn die Maschine im eingeschwungenen Zustand vor sich hin arbeitet. Also immer An- und Abfahren sind immer so die Zeiträume, wo es dann oft Qualitätsprobleme einfach gibt und auch Ausschussraten deutlich steigern. Und wenn die Maschine läuft bei Ihnen und Sie die Verfügbarkeit gesteigert haben, dann fallen eben diese Störungen und Defekte und Kurzzeitstillstände, wenn Sie die rausnehmen, dann reduzieren Sie damit auch die Anfahrphase der Maschine und damit auch die Anlauffehler bei den Produkten. Für die systematische Verbesserung der Verfügbarkeit eignet sich natürlich auch ganz hervorragend der A3-Report. Und wer dazu tiefergehende Informationen sucht, den habe ich hier noch ein ausführliches Video. Schauen Sie mal mit rein, wie man diesen A3-Report gut verwenden kann. Der heißt A3-Report, weil es nämlich nur eine A3 DIN A4-Seite ist. Eine A3-Seite ist keine DIN A4-Seite. Schauen Sie das mal mit an und Sie können es als Mittel mitnehmen zur Kommunikation und zur Verbesserung an der Maschine. Was bringt also die ganze Arbeit an der OEE? Das lässt sich ganz einfach ausrechnen. Teilen Sie die neue OEE durch die alte und ziehen Sie eins ab, dann kennen Sie den Produktivitätszuwachs im Vergleich zum Vorniveau. Nehmen wir dazu ein Beispiel, damit es eingängig ist. Die alte OEE vor den diversen Verbesserungsschritten lag bei 19,2%. Die neue OEE liegt jetzt bei 23,1%. 23,1 geteilt durch 19,2 ist gleich 1,203. Also haben Sie Ihren wirklichen Output, den Sie produzieren an der Maschine, um 20,3% gesteigert. Und das ist ja wirklich wert, dass man daran arbeitet. Und das ist doch für den Anfang wirklich auch ein tolles Ergebnis, denn je höher die OEE bereits liegt, desto schwieriger werden weitere Steigerungen und desto geringer liegt der prozentuale weitere Zuwachs. Also wenn Sie auf einem niedrigen Niveau starten, weil einfach die Situation ist, wie sie ist, dann haben Sie am Anfang auch sehr schöne und schnelle Ergebnisse. Und mit der Output-Steigerung sinken vor allem ja auch Ihre Stückkosten. Sie machen also entweder mehr Gewinn mit Ihren Produkten oder Sie können wettbewerbsfähiger anbieten. Auch das ist natürlich ein Grund, warum Sie dringend an der OEE arbeiten sollten. Ich setze natürlich meine kleine Serie zur OEE fort, denn es gibt noch ganz, ganz viele weitere Tipps, die ich gerne mit Ihnen teile. Bleiben Sie dran, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.